Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über die Zeit reden, die ich auf der Gamescom verbracht habe. Ich bin am Montagmittag in Köln angekommen mit der Maren zusammen. Und als erstes sind wir erstmal in unser Apartment reingegangen. Und wir haben es dazu abgemacht, dass ich halt die ersten 3 Tage auf dem Bett schlafe und dann die anderen 3 Tage auf dem Sofa penne. Und das Apartment war auch ganz nice. Wir sind dann am ersten Tag einfach einkaufen gegangen. Und am Abend sind wir, soweit ich weiß, beim Kölner Dom hingegangen. Ich glaube, auf der rechten Seite vom Kölner Dom gab es dann so eine Treppe, wo nicht so viele Leute dort waren. Und wir haben dann am Abend irgendwie 2 Stunden lang irgendwelche Songparodien gesungen am Kölner Dom zusammen und das war mega random und mega lustig, also es war ein richtig nice Abend. Dann am Dienstag war ich, soweit ich weiß, einfach in Köln shoppen und dann habe ich am Abend den Shimtex in Köln getroffen. Dann haben wir halt beim Vapiano Essen bestellt und sind dann mit dem Essen draußen zum Rhein hingelaufen und hatten einfach einen schönen Abend zusammen. Und nach Dienstag folgt der Mittwoch und das erste, was ich auf der Gamescom machen wollte, war, dass ich Jonas von YouTube Essos treffen wollte, was auch geklappt hat. Aber ich wollte mit ihm ein Video drehen, was über mein Flashback gehandelt hätte. Und auf dem Weg zu YouTube Best of Jonas habe ich einfach so random auf dem Weg Shintex, Hockey Dude, Bloodleafs und einige andere Leute dort random getroffen. Aber ich wollte erstmal dieses Video aufnehmen, was ich über mein Flashback gehandelt hätte. Also ich wollte irgendwelche Leute interviewen, die dann irgendwelche Fragen zu meinem Flashback beantworten. Und ich habe auch bei den Aufnahmen gemerkt, dass das Video viel zu random wird am Ende. Aber irgendwie komisch random, so keine Ahnung. So dass ich halt dachte, hey, ich breche dieses Videoprojekt ab. Aber ich habe mich nicht versucht demotivieren zu lassen, dass ich halt ein Video geplant habe, was am Ende nicht wirklich mich zufriedengestellt hat, die Aufnahmen. Grüße gerne generell an euch alle raus, die ich an diesen Tagen getroffen habe. Ich habe es ja vor, irgendwie jeden einzelnen zu erwähnen, den ich auf der Gamescom getroffen habe, weil das waren echt einige, die ich halt auf der Gamescom getroffen habe. Ich bin dann zusammen mit Jonas von YouTube Best Ofs zur Autogrammstunde von Domtenno hingegangen und Hilfe, waren dort viele Leute, die dort angestanden sind bei Domtenno. Und ich fand's mega, mega nice zu sehen, wie viele Leute aber auch sein Merchandise getragen haben. Ich habe dann noch den Bricks 2 getroffen, den Nerd Over News, den Gute Laune Typ, den Rubini Shara und ein paar Zuschauer halt und sonst auch andere Leute. Und eins meiner Highlights war generell aber auch die Gespräche mit Nerd Over News und Gute Laune Typ. Und es gab dort noch einen Typen, der ein langjähriger Zuschauer ist von Like Epic. Und ich habe dort mit dem Typen ungefähr 1,5 Stunden über YouTube geredet. Und der war mega korrekt, Mann. Also grüße ihn raus an ihm. Ich bereue es echt, dass ich kein Foto mit ihm gemacht habe. Ich habe übrigens auch am Mittwoch dieses Twitch-Kissen gekauft. Und da haben auch ein paar Leute unterschrieben. Da haben zwar nicht alle Leute unterschrieben, die ich halt getroffen habe, aber da sind schon einige Unterschriften drauf. Und ich mag dieses Twitch-Kissen. Das ist aber so eine kleine Erinnerung für mich persönlich. Am Donnerstag bin ich hauptsächlich mit Shimtex, Hockey Dude und Bloodleafs rumgelaufen und wir waren dort auch wieder als größere Gruppe unterwegs und generell genau fette Grüße nach alle raus. Wir haben dann noch am selben Tag die Bühnenshow angesehen von Vic und es waren wirklich viele Leute dort. Das ist Wahnsinn. Und als dann die Bühnenshow fertig war und er halt in der Halle rumlief, Bruder, er wurde richtig krass von den Zuschauern verfolgt. Wir sind dann nachher noch rausgegangen aus der Nintendo-Halle und Bruder, was dann passiert ist, war echt krank auf eine Art für mich, weil wir sind dann aus Nintendo-Halle rausgegangen. Generell waren dort einige Nintendo-YouTuber auch dort am Start. Und als wir dann mit der Gruppe rausgingen, gab es echt einige Leute, die mich dort erkannt haben und mich einfach angesprochen haben. Und es war irgendwie recht krass motivierend, einfach einige Gesichter von euch zu sehen, die halt meine Videos schauen. Und wirklich, ihr wart alle korrekt drauf. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch mit einigen Zuschauern Smalltalk geführt zu haben. Und was mich mega gefreut hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber jemand hat einfach gesagt, dass ich eine YouTube-Legende bin für ihn. Und sowas zu hören, dass mich jemand als YouTube-Legende ansieht, das war echt motivierend für mich. Also echt danke vielmals für die coolen Gespräche, die ich am Donnerstag mit euch führen konnte. Und am Freitag war dann das Rotten Mushroom Zuschauertreffen. Und Rotten Mushroom besteht aus einer Gruppe von YouTubern. Bloodleafs, Hockey Dude, Shimt und Like Epic waren dort dabei. Ich hoffe, ich habe niemanden von den Rotten Mushroom Leuten vergessen zu erwähnen, die am Freitag bei dem Zuschauertreffen dabei waren. Aber insgesamt war das Treffen echt gechillt. Ich muss aber auch sagen, dass ich am Freitag schon mega geschlaucht war, einfach wegen den vorherigen Tagen. Also ich bin so viel rumgelaufen. Ich habe auch in den letzten Tagen so viel geredet mit anderen Leuten und am Freitag war ich generell einfach mega geschlaucht. Also tut mir echt leid, falls ich am Freitag einen schlappen Eindruck gemacht haben sollte. Und am Freitag saß ich meistens einfach nur am Boden und habe einfach mein Leben gechillt, habe ein bisschen mit ein paar Leuten geredet, aber ja, ich war am Freitag schon mega geschlaucht. Wir haben danach noch ein Bild gemacht von den Rotten Mushroom Zuschauertreffen und es waren noch mehr Leute dabei bei dem Treffen, aber einige Leute sind auch dann nach einer Zeit gegangen und dieses Bild macht mich echt glücklich, weil es sind auch viele coole Leute auf dem Bild dabei. Bei dem Bild gibt es jetzt 3 Leute, die mir jetzt nichts sagen, aber sonst haben wir jede Person etwas und ich könnte über jede Person, die mir etwas sagt, etwas sagen, aber dann würde dieses Video so lange gehen, also bitte habt Verständnis dafür, dass ich jetzt echt nicht auf jeden einzelnen
Typen angehe. Aber wirklich, großes Herz geht raus an euch. Ihr seid echt toll, Mann, wirklich. Jetzt, für mich habe ich ein bisschen die Zeit, so weit dieses Bild ansehe. Bruder, jetzt kommen die Tränen. Okay, mach schnell einen Schnitt. Ich habe noch am Freitag, also ich glaube es war am Freitag, den Luxardink getroffen. Und Luxardink war mega gesprächig. Also grüße gehen raus an Luxardink. Richtiger Ehrenmann ist er. Samstag war ein richtig, richtig nice Gamescom-Tag. Ich zeige euch jetzt auch schnell einen Videoausschnitt vom Samstagmorgen. Jo Leute, heute ist jetzt Samstag. Und ich bin übers kaputt. Vielleicht sieht man das. Mal schauen, was der Tag so für Überraschungen für uns bereithält. Also, cool. Ich bin echt müde, Mann. Ohne Witz. Heute aufzustehen war schon eine Challenge für mich. Aber ja, ich hab's geschafft. Also ihr seht, am Samstagmorgen war ich echt müde. Und ich bin dann mit Firebro und Alex beim Außenbereich der Nintendo-Halle gegangen. Und was dort wieder passiert ist, war der Wahnsinn. Ich wurde wieder recht oft angesprochen, habe mit ein paar Zuschauern richtig coole Gespräche geführt und habe halt wieder gesehen, was für Ehrenmänner einfach meine Videos schauen. Also grüße gerne raus an euch. Und es gab ein Highlight für mich noch an diesem Tag. Und zwar gibt es einen Zuschauer, bei dem der Vater damals, wo ich im Verkauf gearbeitet habe, bei uns angekauft hat. Das heißt, ein Vater eines Zuschauers von mir war Kunde in der Filiale, wo ich damals gearbeitet habe. Also der Vater hat dann dem Sohn gesagt, hey, den Typen, den du angesprochen hast, den kenne ich sogar. Und das war irgendwie voll random und lustig irgendwie. Der Mysterian, Alex, Firebro und ich sind nachher noch schön essen gegangen. Und nachher sind wir zum Dom gegangen. Shimtex und Affe mit Waffe sind nachher auch noch später dazugekommen. Und wir haben dann einfach dann random Vic getroffen. Also Vic ist jemand, der ein Kanalkonzept führt, was ich sehr mag und finde die Videos meistens sehr unterhaltsam. Und das war voll cool, dass ich ihn random am Kölner Dom getroffen habe. Ich habe dann auch noch den Kenny K. ASMR getroffen beim Kölner Dom und ja, wir haben coole Gespräche zusammengeführt. Er ist einfach als Person ein richtiger Ehrenmann. Er hat mir auch diese Tasche dann geschenkt. Und das hat mich halt mega gefreut, dass er mir diese Tasche geschenkt hat. Ich muss erst sagen, das war die beste Gamescom-Zeit, die ich jemals hatte. Auch wenn ich manchmal gemischte Gefühle hatte auf der Gamescom, weil es war echt teilweise stressig. Gerade wenn man irgendwelche Leute gesucht hat und die nicht gefunden hat. Weil teilweise WhatsApp irgendwie Jahre gebraucht hat, bis sie die Nachricht weitergesendet hat. Oder ich teilweise auch Leute angerufen habe und die dann nicht erreicht habe. Und einfach Leute zu finden auf der Gamescom war für mich echt mit Stress verbunden. Und manchmal war ich einfach mega ausgelaugt, meine Beine waren tot gefühlt. Aber auf der Gamescom gab es auch so viele coole Momente mit irgendwelchen Leuten. Ich möchte mich noch bei Hockeydude Blattis und Shimtex bedanken dafür, dass ich einfach die meiste Zeit mit denen unterwegs war und ich halt echt eine gute Zeit mit denen hatte. Dann möchte ich mich noch bei Maran bedanken, dass er gefühlt alles gut gelaufen ist in Köln, weil ich habe mit ihm halt das Apartment geteilt. Manchmal gab es zwar auch Momente, wo ich mich bei Google Maps sehr krass verlaufen habe oder einfach komplett los in Köln unterwegs war oder es auch manchmal Probleme gab mit dem Schlüssel, weil wir nur einen Schlüssel hatten für ein Apartment. Aber insgesamt ist alles recht gut verlaufen und dafür möchte ich mich auch bedanken bei Maran. Dann möchte ich mich noch für den Samstag bei Firebro und dann Alex bedanken für die richtig lustige und coole Zeit am Samstag auf der Gamescom. Denn ich war am Samstag hauptsächlich mit den zwei unterwegs und ja, es war auch eine mega coole Zeit mit euch unterwegs gewesen zu sein. Und danke einfach an jeden, den ich dort treffen durfte, mit dem ich mich dort unterhalten durfte. Hallo Germin! Und was ich noch recht krass fand, darüber will ich noch kurz reden, ist die Sache, dass es Zuschauer gab, zwar jetzt nicht bei mir, aber zum Beispiel bei Shimtex oder bei Bloodleaves oder wo auch immer halt, dass es Zuschauer gab, die gezittert haben, als sie halt zum Beispiel ein Foto gemacht haben mit den YouTubern, was schon echt krass ist so. Und was mich zum Beispiel mega krass gefreut hat, zum Beispiel jetzt bei mir, waren die glücklichen Gesichter von den Zuschauern, wenn sie mich getroffen haben. Also da gab es erst Leute so, die gesagt haben, oh, da ist der Gami, oh, voll cool und ja, keine Ahnung, dass sich Leute erst so krass freuen, wenn sie mich sehen, ey. Naja, ich bin echt gespannt, wie die nächste Gamescom aussehen wird. Und ihr habt mich echt motiviert, weitere Videos zu produzieren. Vielen Dank an euch auf jeden Fall für die netten Worte. Vielen Dank auch an jeden, den ich dort treffen durfte. Und ja, ich beende mal dieses Video. Tschüss, Leute.